Ich weiß warum. Egal. Das wollen wir machen. Kernbrennstab. Okay, wir haben es. Wir haben die elektromagnetischen, genau, Dinger. Die werden hier reingeleitet. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Im neuen Tier 7 Update ist es unser Ziel, eine Fabrik für Kernbrennstäbe aufzubauen, damit wir die Kernbrennstäbe vollautomatisiert produzieren können und die nicht manuell irgendwie ständig bauen müssen. Das ist das große Ziel und jetzt haben wir hier für diesen Zweck in der letzten Folge schon eine Electromagnetic Control Rod Fabrik aufgebaut. Da fehlen uns jetzt aber noch Highspeed-Anschlüsse, da kommen irgendwie noch nicht genug durch. Da muss ich jetzt nochmal zurück zu der Computerfabrik und nochmal schauen, ob ich den Ausstoß noch ein bisschen erhöhen kann. Das ist ganz wichtig, damit diese Produktion hier konstant läuft. Wir produzieren zum Beispiel auch schon die Signalisatoren im Fabricator nebenan. Das heißt, zwei Komponenten haben wir schon. Dann sind wir jetzt wirklich schon verdammt dicht dran an der Kernbrennstabsproduktion, meine lieben Freunde. Und hier habe ich jetzt so eine komische Rückführungsaktion gebaut, weil wir sonst hier zu viel Turbodraht abführen und ein Teil davon soll ja wieder ins Lager zurückfließen. Das habe ich jetzt hier mit programmierbaren Splittern gelöst. Ist schon irgendwie ziemlich abgefahren, wenn man sich das jetzt hier so anguckt. Das ist auch so eine krass komplizierte Lösung hier mit dieser Rückführung und so. Ist herrlich. Ha! So, Moment. Lasst uns mal nochmal zu der Computerfabrik. Ich muss mir das nochmal genau raufschaffen, wie viele Highspeed-Anschlüsse da laufen übers Band pro Minute. Und wie viele da vor Ort verbraucht werden. Ja, das ist ja halt das Ding. Das habe ich gerade ausprobiert, weil gerade geschrieben wird, ja, man könnte auch in der Mitte beides eintragen. Das geht leider nicht. Er überschreibt dann von dem einen Ausgang, also überschreibt dann mit der Mitte die anderen Ausgänge quasi. Es geht dann alles nur noch durch die Mitte. Das ist halt das Ding. Es funktioniert nicht als Splitter quasi. Es funktioniert als Weiche. So muss man sich das vorstellen. Es funktioniert als selektive Weiche für eine Ressource. Das ist die Funktionsweise von diesen intelligenten oder programmierbaren Splittern. Beide funktionieren tatsächlich so. So. Also genau, hier haben wir die 6,25 Highspeed-Anschlüsse. Die gehen hier raus. Ach, die gehen alle da raus. Guckt mal. Werden die nochmal abgezweigt? Nee, ne? Okay, aber dann müsste es ja eigentlich locker reichen. Ah, okay, Turbodraht ist hier ein Engpass, deswegen kommt so wenig. Warte mal. Dann müssen wir den Output nochmal steigern, dann hilft's nichts, muss ich die andere Turbodrahtanlage doch nochmal übertakten. Hier ist ja noch eine. Die haut ja auch noch raus. Genau, dann lasst uns die auch nochmal hochtakten. Scheiße, jetzt habe ich keine... jetzt habe ich nichts mehr zum Hochtakten. Da wäre es fast schon schlau, diese Highspeed-Anschlussproduktion einfach nach unten zu verlegen, wo noch nicht gesplittet wird. Glaube ich, weil ihr seht ja, da kommt einfach nicht genug rein, egal wie hoch man die Anlage taktet. Er schafft es halt nicht auf 80 so schnell. Der kriegt halt hier einen dreifach gesplitterten Output irgendwie, oder einen vierfach gesplitterten Output. Dabei braucht er eigentlich schon direkt weiter vorne, bevor diese ganzen Splittervorgänge stattfinden, braucht er seine Zufuhr. Ich glaube, das geht. Warte mal, wenn wir hier jetzt einfach einen Splitter dazwischen klemmen. Da. Wenn das nicht zu steil ist. Kurve des Förderbands ist zu eng. Schade, das ist direkt der Fusionator. Warte mal, wenn wir das jetzt einfach mal... Oh Gott, das wird jetzt ein Eingriff am offenen Herzen, ja. Wenn wir jetzt hier einfach mal das wegmachen... So, wir fusionatisieren das jetzt schon mal hier unten. So, genau. Und das ist auch so eine Lösung von früher, ne? Damals gab es halt noch keine Förderbandlifte. Da hat man das halt so gemacht, wenn man irgendwas nach oben transportieren wollte. Das ist eigentlich auch ziemlich dämlich. Theoretisch könnte ich jetzt ja einfach sagen, ich mache hier schon mal direkt einen Splitter drunter. Erstmal, also einen. Und dieses ganze Ding, diese ganze Konstruktion, ne? Das kann alles weg. Das wird alles nicht mehr gebraucht. Das ist alles noch von früher. Als wir es nicht besser wussten. Als wir naiv und dumm waren. Und keine Ahnung hatten. Wir hatten doch nichts. Wir hatten doch keine geilen Lifte und sowas. Das hatten wir doch alles nicht. Wir waren doch arme Schweine. Jetzt muss ich nur nochmal gucken, welches waren jetzt das Band? Welches waren jetzt das Richtige? Moment. Welcher waren jetzt da der Ausgang, der richtige? Moment.
Welches war denn das Turbodrahtband? Weil eins war mit Gummi. Warum ist denn da eine Öffnung, die nicht genutzt wird? Warte mal, das ist auch dämlich. Das ist voll verwirrend hier. Das wollte ich eh alles schon lange mal neu machen hier an der Stelle. Jetzt ist natürlich mal die Gelegenheit gekommen, dass wir hier auch mal ein paar von den Innovationen, die wir in letzter Zeit so hatten, mal anwenden. So, hervorragend. Turbodraht geht hoch. Ne, geht nicht. Warum geht er jetzt nicht hoch? Was ist denn jetzt los? Ach, ein Ja. Habe ich mich wieder verklickt. Meine Güte. Nein, was mache ich denn jetzt hier? Konzentration! Ich muss mich kondensieren, verdammte Scheiße. Ich kondensiere mich gerade nicht genug. Ich bin voll unkondensiert. Jetzt kondensiere ich doch mal hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das da für ein Schniebel? Nein, der muss weg. Nein! Gott! Das Spiel selber ist aber auch gerade nicht kondensiert. Nichts ist hier kondensiert. Genau, guck mal. So, bam. Da haben wir schon mal den Teil vom Turbodraht. Mit Namen ist es heute auch schwierig. Haben wir da den schon mal dahin transportiert. So, und jetzt müssen wir doch nur einen weiteren Lift da nach oben transportieren. Von diesem Splitter hier. Mehr ist es doch gar nicht. Dann haben wir es doch schon. Meine Fresse, es ist doch so einfach eigentlich. Es ist doch eigentlich so leicht. Es ist so verdammt easy. Es ist geradezu erschreckend leicht. Es ist so einfach. Ich glaube, jetzt habe ich gleich kein Material mehr, richtig? Das waren noch Zeiten ohne Förderbandlifte. Ja, eben, ne? Das ist halt so eine bestimmte Generation an Satisfactory-Spielern, die das einfach noch weiß, wie das war. Als man noch keine Förderbandlifte hatte. Genau, guck mal, jetzt machen wir das einfach so. Und dann können wir uns nämlich diesen Splitter da, den können wir uns sparen. Den brauchen wir dann nämlich gar nicht. So. Und dann lassen wir einfach... Gott, das ist auch so seltsam, wie das aussieht. Genau, dann machen wir jetzt einfach hier eine Stütze hin. Ganz hervorragend. Da ist er. Und dann verbinden wir das einfach da dran. Und ich habe kein... Das war so klar. Komm, dann nehme ich jetzt erstmal das hier. So. Gut, alles klar. Immerhin. Das reicht, glaube ich, auch in der Geschwindigkeit hier. Das muss gar nicht schneller sein unbedingt. Kriegt er jetzt denn genug? Können wir mal gucken. Ja, definitiv. Guck mal, jetzt kriegt er genug. So muss das sein. Das ist halt eine kleine Umverteilungsaktion jetzt gewesen. Aber das musste jetzt sein. Das war wichtig. Wenn man jetzt das Band noch ein bisschen schneller macht, würde er sogar... Nö, nee, aber das passt. Ach, das passt eigentlich so. Komm. Da müssen wir jetzt keine große Wissenschaft machen eigentlich. Und ein Teil davon geht jetzt hier natürlich ungebremst durch. Dann können wir jetzt mal gucken, ob jetzt die anderen Anlagen noch genug Turbodraht kriegen. Hier geht jetzt natürlich auch mehr Turbodraht drüber. Und die Computerproduktion. Na gut, die ist jetzt nicht so wichtig eigentlich, die Computerproduktion. Die müsste halt auch noch genug kriegen, hoffe ich zumindest. Ich meine, diese Anlagen sind ja auch alle übertaktet da unten mit dem Turbodraht. Ich bin aber sicher, es müsste jetzt besser sein. Ich habe jetzt zwar die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf und ich kann jetzt auch nicht genau sagen, ob es exakt abgestimmt ist, aber es müsste genug sein jetzt. Jeder müsste jetzt genug kriegen. Genau, das waren noch Zeiten, wo man die Förderbänder so ums Eck legen musste an den Wänden. Und sich dann so nach oben oder mit den Stelzen sich so nach oben spiralisieren musste. Das waren noch Zeiten, ey. Das waren noch die echten ursprünglichen Satisfactory-Zeiten. Da werden wir noch unseren Enkelkindern von erzählen. Da werden wir noch unseren Enkelkindern mit auf den Nerv gehen mit diesen Zeiten. Wie scheiße das gewesen ist. Wie doof das gewesen ist. Oh, als man in Satisfactory noch keine Förderbandlifte setzen konnte. Das war so scheiße. Das war so doof. Guck mal, wir haben jetzt genug Turbodraht hier. Er läuft auch viel zu schnell voll, sehe ich gerade. Die Statoren werden gar nicht verbraucht, weil hier immer noch nicht genug Highspeed-Anschlüsse ankommen. Scheiße.
Aber das kann gar nicht sein. Jetzt mal. Moment. Da hinten werden 6,25 pro Minute rausgehauen. Wir brauchen hier 3. Also die Hälfte. So. Das heißt, das muss doch aufgehen. Wenn der Splitter da hinten die Hälfte also wieder zurückführt aufs Band, muss der doch schnell genug seine 3 kriegen eigentlich. Oder läuft das jetzt nochmal? Das läuft, glaube ich, jetzt nochmal nach, oder? Ich glaube, das läuft jetzt nochmal nach. Aber wir können ja nochmal ein bisschen Material mitnehmen und können auch die Förderbänder nochmal ein bisschen upgraden. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Engpass an einer Stelle entsteht, vielleicht. Mir ist es jetzt hier fast schon ein bisschen viel Turbodraht, der jetzt hier rüberläuft. Und ja, ich glaube, das Lager wird auch sehr schnell volllaufen. Da müssen wir regelmäßig wieder Turbodraht löschen, definitiv. Oder wir müssen den Verbrauch steigern, das kann auch sein. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ach ja, stimmt, die Platten werden ja jetzt nicht mehr hier eingelagert. Die werden ja jetzt im Lager gelagert. Lager, Lager. Mal gucken, wie viele da jetzt schon drin sind. Das läuft ja jetzt hier schon eine ganze Weile. Ist das hier gewesen? Oh. Oh. Aluminiumblech. Wir sind reich, meine lieben Freunde. Wir sind reich. Wir sind reich an Blech. Dabei rede ich schon so viel Blech die ganze Zeit. Aber wir sind jetzt auch reich an Blech. Alles eingelagert. Alles fleißig hier schön an Ort und Stelle einsortiert. So muss das sein, meine lieben Freunde. So muss das sein. Toll. Hervorragend. Ich weiß nicht, ob jetzt hier unterm Strich wieder genauso viel Turbodraht durchgeht wie vorher. Wie vor dieser Splitteraktion oder ob es zu viel ist. Keine Ahnung. Ich kann es echt nicht sagen. Man müsste irgendwie, das finde ich wäre geil, wenn man so einen Scanner hätte, den du auf das Band setzen kannst und der dir exakt sagt, wie viel pro Minute von einer Ressource darüber läuft. Das wäre halt so geil, wenn es sowas gäbe. So ein Checker einfach. So ein richtiger Checker. Der dir einfach das anzeigt. Pro Minute geht so und so viel Turbodraht durch. Ah, jetzt. Jetzt läuft er hier richtig voll. So, jetzt läuft es. Jetzt, meine lieben Freunde, jetzt ist es am Start. Genauso, wie wir es haben wollen. Jetzt haben wir es. Okay, jetzt kommt hier auch nicht mehr ganz so viel Turbodraht. Das war, glaube ich, nur dieser Schwall, als wir da die Bänder neu gemacht haben, der jetzt hier nachgelaufen ist noch. Und jetzt, glaube ich, kommt so viel, wie auch kommen soll. Der Turbodraht ist jetzt ausreichend, aber nicht zu viel. Ein Teil davon geht ins Lager, aber nicht zu viel. Und die Highspeed-Anschlüsse kommen auch in ausreichenden Mengen rein jetzt. Und auch schnell genug. Naja, fast. Minimal. Aber es ist auf jeden Fall... Es sollte so funktionieren. Wie gesagt, zur Not müssen wir halt ab und zu mal was löschen. Wenn doch irgendwie mal was volllaufen sollte. Der Turbodraht läuft wahrscheinlich echt voll. Wobei wir hier auch wieder eine Stahlrohrüberproduktion haben. Also das ist auch noch so ein Ding. Wir verbrauchen hier 7,5. Und hier verbrauchen wir 18 pro Minute. Das sind... Kopfrechnen! 25,5. Mann. Ja, 25,5 sind es. Und wie viel werden hier produziert? Okay, nicht genug. Also bräuchte man hier eigentlich nochmal eine Stahlrohrproduktion. Ich meine, gut, hier haben wir noch Platz nebenan. So ist es nicht. Da müsste man dann die zwei dann fusionieren. Ja, das ist okay. Ja, das wäre aber nur ein Problem, wenn beide gleichzeitig laufen würden hier. Ist ja momentan noch nicht der Fall. Naja. In der Zeit hättest du locker 2 Extrabänder gezogen. Für was jetzt? 2 Extrabänder für was? Es geht ja um die Zukunftssicherheit. Es geht ja darum, dass wir die Produktion auch steigern insgesamt. Es geht ja nicht darum, immer nur das zu verwenden, was wir ohnehin schon am Start haben.
Außerdem wollen wir ja Statoren auch noch einlagern und da brauchen wir ja auch wieder einen Überschuss. Das heißt, wir hätten so oder so wahrscheinlich dann nochmal die Produktion steigern müssen. Statoren werden ja sicherlich auch in Zukunft noch für andere Sachen gebraucht. Als für Motoren und für... Ne? Moinsen Wagger übrigens, willkommen. Huch, wie ich festhänge. Gewöhnt man sich dran? Bei was würde es schlecht werden? Ach, bei VR, ach so. Ja, ja, VR, ja, das ist... Also in Satisfactory wäre das für mich nichts, sage ich euch ganz ehrlich. VR, das könnt ihr mir mit jagen mit. Da bin ich viel zu... Alleine wenn man hier so rumfliegt, da wäre ich viel zu Motion Sickness anfällig, ey. Da würde ich euch vollbrechen. Nach 5 Minuten. Das würde nicht lange dauern, da würde ich nur noch brechen. Das wäre förmlich zum Kotzen. Deswegen. Nee, nee, VR ist nichts für mich. So, hier, jetzt wollte ich das Stückchen hier noch upgraden. Upgraden! Ja, okay. Nee, doch. Er schafft es tatsächlich, den Turbodraht einzufüllen. Der Wahnsinn. Wollte gerade sagen, ja, es geht doch nicht so ganz auf. Aber doch, es geht auf. Er kriegt genug. Er kriegt genug. Meine lieben Freunde, er kriegt genug. Kriegt er denn auch genug Kunststoff? Ja, da müsste er eigentlich auch genug kriegen. Der staut sich ja auch. Ja, es ist wirklich exakt genug beim Turbodraht. Es ist ganz exakt ausreichend. Er kriegt wirklich... Gerade rechtzeitig kriegt er die letzte Einheit rein. So dass er weiter produzieren kann, ohne zu stoppen. Nicht schlecht. VR in Satis wäre doch viel zu störend. Allein das Bauen wäre manchmal ein Krampf. Ja, was viele eben vernachlässigen bei VR, du kriegst ja dann auch voll diese Einschränkung, dass du ja an deine Körperbewegung auch ein bisschen gebunden bist und an deine körperliche Wahrnehmung im Sinne von der Schnelligkeit der Drehungen und so, und das wäre alles viel zu träge für so ein Spiel, wo du ja schnell mal ein paar Sachen schnell hinkonstruieren willst und so. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Aber okay. Ich bin auch jemand, der motion sick ist. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn es sich nicht durchsetzt. Ganz ehrlich. Also zumindest nicht in solchen Spielen. Was anderes ist es, wenn die Spiele wirklich dafür ausgelegt sind. Ja, davon reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt nicht von Spielen, die für VR gemacht sind. Dass das da funktioniert, ist ja völlig okay. Und dass da auch Maßnahmen ergriffen werden, dass den Leuten nicht bei übel wird, das ist ja alles richtig. Aber wenn wir jetzt von Spielen reden, die nicht für VR gemacht sind und dass da einfach reingefropft wird, da funktioniert es nämlich meistens gar nicht. Und ist eher ja ein Mangel. So, oder beziehungsweise ist eher Schwachsinn, weil das Spiel dann darunter leidet, teilweise auch. Deswegen, also ich bin kein Fan von diesen aufgefropften VR-Modi. Von diesen sinnlosen. So, wir machen da jetzt gleich mal ein paar Lager hin, damit hier nicht immer alles voll läuft. Wenn wir jetzt hier eh schon die Produktionen haben, dann können wir sie ja auch schon einlagern. Meine lieben Freunde. So. Ah! Wusch! Boah, das sieht auch lustig aus hier, wie die Signalisatoren so übers Band gehen. Wieso Gehstöcke irgendwie? Wieso Blindenstöcke? Passt der zu mir? Böse Zungen behaupten, es passt zu mir. Genau, 100 Einheiten. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem mit den mangelnden Stahlrohren. Da müssen wir nochmal eine Produktion hinzufügen. Das bedeutet, wir müssen das hier nochmal löschen. Sonst haben wir nicht genug Platz. Dede. Das machen wir jetzt ganz schnell on the fly.
Was ist jetzt hier im Weg? Was ist das? Nicht genügend Freiraum. Das ist bestimmt hier die Foundation. Oder? Oder ist es doch die Anlage, die hier daneben ansteht? Nee, nee, es war die Foundation, glaube ich. Oder? Nee, es ist das Band hier. Na gut, dann schiebe ich die einfach ein Stück nach hinten. Das müsste gehen. Ja, so geht's doch. Genau. So, da stellen wir ein. Einmal Stahlrohre, bitteschön. Dankeschön. Mit einer Verbindung zu unserem Strommast, bitteschön. Dankeschön. Und soll ich den Splitter nochmal anders bauen? Ja, komm, lasst uns den nochmal drehen. Lasst uns den nochmal drehen. So viel Zeit muss sein. Förderbandsplitter. So. Genau. Und dann einmal noch hier rein. Und von da gehst du da rein, genau. Hervorragend. Und du wirst jetzt hier, oder ihr zwei, ihr werdet hier jetzt fusionatisiert. Wir brauchen ja beide Outputs. Obwohl, nee, fusionieren müssen wir sie ja gar nicht. Stimmt, das war ja das Ding. Wir können ja einen direkt hier dran lassen für das Teil. Warum habe ich hier Kisten? Was soll das? Ich mag keine Kisten. Was zum Teufel? Weg damit. Alles nehmen. Genau, einen lassen wir direkt da dran für die Produktion. Und einen splittern wir einfach direkt ab und führen den direkt da drüber. Dann müsste es doch passen. Genau, komm. Der kann direkt hier rausgehen. Ja, wunderschön. Läuft ja auch noch, ne? Genau. Der Stahl reicht auch aus. Wunderprächtig. Und jetzt brauchen wir hier natürlich wieder die Oszillatoren. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Gott. Lande doch. Ach du Scheiße, okay. Das wird ein bisschen umständlich, die hier jetzt hindurch zu friemeln. Das gebe ich ja offen zu. Moment. Machen wir das halt so. Nee, nicht so, so. Jetzt müssen wir es einfach nur so hoch machen, dass wir es einfach hier oben drüber kriegen. Komm. Jawohl. Sehr schön. Läuft alles. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber das, wie gesagt, Schönheit kommt alles später, ne? Schönheit kommt später. Jetzt kommt erstmal die reine Produktion. Wir haben's. Wir haben die zwei Komponenten am Start. Wir haben hier elektromagnetische Kontrollstäbe und hier haben wir tatsächlich es geschafft, Signalisatoren auszugeben. Der Wahnsinn. Oh, meine lieben Freunde, es ist der Hammer. Jetzt fehlen uns nur noch, ja, die Uranzellen. Also das heißt, wir müssen beide Komponenten jetzt über dieses Band zur Kernbrennstäbeproduktion geben. Richtig? Ich glaube schon. Nochmal gucken. Auf X, auf Rezepte. Kernbrennstab. Ja. Ja gut, die Oszillatoren brauchen wir natürlich auch noch. Müssen wir mal schauen, ob wir die Produktion nochmal steigern müssen, ey. Da bin ich mir jetzt auch überhaupt nicht sicher.
Und genau, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, genau, dann können wir eigentlich damit anfangen. Dann lasst uns das doch einfach mal jetzt spaßenshalber beides auf ein Band fusionieren. Was? The railroad track is too steep. Ach so. Mach da unten. Da. Genau. Das transportieren wir jetzt zur Brennstabfabrik. Genau, jetzt haben wir hier schön im Wechsel einmal elektromagnetische Kontrollstäbe und einmal die lustig launigen Gehstöcke. Genannt Signalisatoren. Der Wahnsinn. Damit fahre ich jetzt hier mit der lustig launigen Truppe. Fahre ich jetzt mit. Hoppla. Sie haben mich runtergeschmissen, die Schweine. Sie wollen mich nicht dabei haben. Ah! Scheiß Gestrüpp hier. Muss die Natur noch vernichten. Ist eindeutig zu viel. Gut, das braucht jetzt ein bisschen, bis das hier ist. Ach, hier sind ja noch die... Moment. Das war ja mal ursprünglich anders gedacht. Stimmt, warte mal, die Oszillatoren müssen wir ja eigentlich auch über das Band laufen lassen. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Die können wir ja da mit drauf leiten eigentlich. Na gut. Aber erstmal jetzt die Sachen. Ihr merkt schon, ich lege das jetzt einfach mal frei Schnauze. Wie gesagt, Schönheit kommt später. Bäh. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Ich kann das ja, glaube ich, auch alles in einen Eingang leiten, oder? Ich muss das, glaube ich, vorher gar nicht nochmal splitten. Kann ich das in einen Eingang leiten? Warte mal, ich will es mal probieren. Kann ja nichts passieren dabei. Ja gut, ohne Energie. Moment, da hinten ist Energie, die muss ich noch abgreifen. Hier bei unserer Anlage, bei unserer Zementanlage. Da haben wir doch Energie in Massen. Wo ist der Strommast? Meistens stelle ich den hinter dem, ja genau, da ist er. Hinter den Anlagen auf. Warum genau habe ich da jetzt nochmal zwei Fabrikatoren aufgestellt? Aus welchem Grund habe ich das gemacht? Vielleicht weiß es noch jemand. Was wollte ich denn hier machen? Komisch. Moment. Ich weiß warum. Egal. Das wollen wir machen. Kernbrennstab. Was ist jetzt los? Oh Gott. Okay, wir haben es. Wir haben die elektromagnetischen, genau, Dinger. Die werden hier reingeleitet. Die werden auch reingeleitet. Hervorragend. Das fehlt jetzt noch. Und die Oszillatoren fehlen noch. Man kann wirklich einen Eingang benutzen. Das ist ja der Wahnsinn. Nicht schlecht. Okay, jetzt kommen natürlich nur noch die Signalisatoren durch. Ich glaube, das ist dann so das Problem an der ganzen Sache. Dass irgendwann dann halt nur noch die Signalisatoren durchkommen. Ich glaube, wir müssen das doch anders machen. Ich weiß wie. Moment. Wir müssen hier nochmal Pufferlager aufbauen für jede Ressource. Wie nah kann ich denn hier an das Gift ran, an die Milch? Wir müssen nochmal Pufferlager machen. Jede Ressource braucht hier ein Pufferlager. Jedes Bauteil. Moment, Moment. Weg damit, weg damit, weg damit. Organisation. Jedes Ding kriegt jetzt hier einen Puffer. Und dann splittern wir es doch vorher nochmal. Auf die verschiedenen Lager. Weil so ist halt jetzt immer, je nachdem wie viel produziert wird, im Wechsel ein Stab, ein Dings. Also ein Stator, ein Oszillator, aber wir brauchen ja hier unterschiedlich große Mengen von jeder Sache. Hier zum Beispiel Uranzellen brauchen wir ja ganz viele. Gut, die liegen nicht auf dem Band drauf.
Aber Oszillatoren brauchen wir zum Beispiel nur 0,6. Und von denen brauchen wir ja schon doppelt so viele. Und von denen auch doppelt so viele. Deswegen kann gefährlich sein, das alles über ein Band laufen zu lassen. Weil wenn das dann, wenn einer von den Stacks vollläuft, von den dreien, dann sind alle betroffen. Das ist halt so der Punkt. Deswegen ist das nicht so schlau. Also, dann nehmen wir jetzt intelligente Splitter. Und da haben wir jetzt hier ein bisschen so einen kleinen Puffervorlauf hier, wenn wir jetzt hier die intelligenten Splitter benutzen, um das nochmal vorzufiltern. Gut, das brauchen wir jetzt hier natürlich nicht. So, links geht raus. Signalisatoren. S. Da. Links geht raus. Quarzoszillatoren. Wo sind sie? Q. Quarzoszillatoren. Links geht raus. Oh nee, warte, wir können das doch eigentlich. Können das doch auch so machen. Geradeaus geht raus. Was war das andere? Muss ich eigentlich gar nicht mehr einstellen. Das wird eh. Das ist das Einzige, was noch rüberläuft. Waren das andere jetzt? Das habe ich sogar vergessen. Stäbe. Signalisatoren. Ah ja, hier die Electromagnetic Control Rods. Wo sind sie denn? Da. So. Das müsste sich eigentlich jetzt entsprechend umfiltern. Ah nee, es steht wieder zu dicht. Ah, Mann, warum? Komm, mach es. Eins vor. Sag mal, habe ich das falsch rumgedreht? Moment. Ach ja, stimmt. Das sieht man immer so schlecht, wenn so viele Grafiken sich so überlagern, so von diesen Pfeilen, denkt man immer, man hat's, aber man hat's nicht. So, jetzt hier. Next. Und den können wir jetzt, genau, der passt. Hervorragend. Nice. Ist alles jetzt drin, wie es soll, ne? Sollte eigentlich so sein. Wunderbar, so. Auf dem Band braucht man, wie gesagt, jetzt noch Quarzoszillatoren und dann nochmal separat aus der Mine brauchen wir die Uranzellen. Und ich würde sagen, dass wir den Uranzellen, das machen wir dann in Folge 3 unserer kleinen Videoreihe. Ich baue mir eine Kernbrennstäbefabrik. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob bei dem Thema die CIA zuschaut, weil eigentlich ist das doch so ein bisschen sicherheitsrelevant, wenn ich hier Anleitungen zum Kernbrennstäbebau gebe. Naja, ist alles friedliche Nutzung. Ist alles okay, kann man so machen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Mal schauen, ob wir es dann endlich hinbekommen haben, eine laufende Kernbrennstäbefabrik aufzubauen. Wir sind hier ja wirklich kurz davor, meine lieben Freunde. Jetzt ist aber erstmal diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen. Ganz wichtig, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und aktivieren und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Satisfactory, wir bauen uns eine Kernbrennstäbefabrik. Bis dann, ciao, ciao!